Herr Keller, geht es eigentlich noch ohne digital in der Spielzeugwarenindustrie? Also es geht ohne digital, aber ich denke, das Sinnvolle ist, die digitale und die analoge Welt miteinander zu verknüpfen. Denn so haben wir es in der Realität auch. Ich denke, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Und die Kinder, die machen auch gar keinen Unterschied zwischen digital und analog. Da gehört es einfach zum Alltag ganz normal dazu. Und ist auch unser Anspruch, das im Spielzeug zu verbinden. Jetzt sehe ich hier Überwachungsmonitore. Ich sehe mich gerade selber da hinten. Kameras. Mich kann praktisch mein Kind zu Hause mit dieser Gerätschaft überwachen. So würde ich es jetzt nicht sehen. Unser Anspruch ist es, das Thema Internet der Dinge begreifbar zu machen. Deswegen haben wir die Sensorstation entwickelt. Und zunächst mal dient die Sensorstation dazu, verschiedene Messwerte einfach zu erfassen. Da gehört auch ein Kamerabild dazu, um zu verstehen, wie das funktioniert, dass man entsprechende Smart-Home-Steuerungen auch selber programmieren kann, entsprechende Grenzwerte einstellen kann und einen Überblick über das Thema Internet der Dinge zu bekommen. Zum Überwachen ist es mit Sicherheit nicht gedacht und auch nicht geeignet. Was genau wollen Sie jetzt mit dem Gerät, also dem Kind, vermitteln? Was kann es damit spielen eigentlich so? Wie kann man das verstehen? Also es kann wirklich selber Experimente machen und auch von Ferne gucken, wie sich Dinge verändern. Also die Sensorstation kann eingebunden werden in die Cloud, sodass ich über eine App von Ferne sehen kann, wie ist beispielsweise meine Luftqualität zu Hause. Oder habe ich ein Problem mit der Luftfeuchtigkeit, dann bekomme ich einen Alarm. Kann die Nachbarn bitten, wenn ich im Urlaub bin, geh mal rüber und lüfte beispielsweise. Oder ein anderes Thema, Projekt in der Schule, Pflanzenwachstum. Soll dokumentiert werden, wie sich so eine Pflanze entwickelt. Dann kann ich beispielsweise die Kamera von meiner Smart Home Station auf die Pflanze richten und sagen, mach mir dreimal am Tag ein Bild, stell es in die Cloud und dann habe ich eine Messreihe und eine Entwicklung von Bildern und kann das für meine Schulprojekte beispielsweise verwenden. Sie haben jetzt gesagt Schule, also für das Kindergartenkind noch zu früh, oder? Für das Kindergartenkind zu früh. Wir sagen so ab 10, wenn auch so ein gewisses Verständnis für das Thema Robotics, für das Thema Computer da ist, dann ist das richtige Thema, dort einzusteigen. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland im internationalen Vergleich, was den digitalen Nachwuchs betrifft, nicht unbedingt vorne mit dabei ist. Sind das so Spielzeuge, um den kreativen Nachwuchs im digitalen Bereich, im Internetbereich vielleicht zu schulen? Also wir versuchen da natürlich unseren Beitrag zu leisten, indem man sagt, das ist ein Thema, das Spaß macht, das Kreativität weckt und so auch ein Stück weit die Hemmschwelle abbaut vor dem ganzen Thema Digitalisierung, das doch sehr abstrakt ist. So wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die Kreativität zu fördern und auch, sagen wir mal, die Nachwuchsingenieure von morgen zu fördern. Wo wird die Reise hingehen? Ist ein Kind, das irgendwann sagt, ich will nur mit Bausteinen spielen, irgendwann out? Oder wird es auch noch einen gewissen Bestand haben in dem Ganzen? Also ich bin mir sicher, dass das einen Bestand haben wird, denn unsere Welt wird nie ganz digital werden. Es gibt immer die reale Welt, die Dinge zum Anfassen. Und die will man verstehen, die will man begreifen und die will man auch selber gestalten. Und deswegen wird es immer das ganz normale, analoge Spielen, Konstruieren und Bauen angereichert und Digitalisierung geben. Das will ich hoffen. Ich bin mir ganz sicher. Schöne Messe. Danke. Tschüss.